Auch die Automobilindustrie wird magisch angezogen von dem Eifelkurs. Nicht selten fahren hier Autos, die noch niemand kennt. Kein Weg ist zu weit, um die Nordschleife für Testzwecke zu nutzen. Einige Autohersteller haben sich darum gleich an der Nürburg niedergelassen. Die Nordschleife ist deshalb interessant für die Industrie, weil hier sehr viele verschiedene Kurven integriert sind. Dazu hat man viele Senken, viele Kompressionen, viele Kurven. Das kommt alles hier auf diesen 20 Kilometer Nordschleife, 20,8 Kilometer Nordschleife zusammen. Und das hat man sonst auf keiner anderen Strecke. Außerdem kann man sagen, ein Auto, das hier gut abgestimmt ist, das ist wirklich auf jeder Landstraße sehr gut abgestimmt. Testfahrer Frank Steinmeier ist Stammgast. Heute will der Ingenieur ein neues Bremsriegelsystem testen. Früh am Morgen verkabelt er die komplizierte Technik. Der PC im Kofferraum speichert alle Daten. Im Cockpit selber kann er die Sensorik steuern und auf einem Monitor während der Fahrt überwachen. Wir haben zum Beispiel Drucksensoren verbaut, um genau zu wissen, welchen Bremsdruck bauen wir in den einzelnen Rädern auf. Oder Querbeschleunigungssensoren, Längsbeschleunigungssensoren und sowas kann man alles dann direkt im Fahrzeug erfassen. Sind alle Geräte angeschlossen, geht es auf die Strecke. Direkt mit Vollgas. Einen Schongang gibt es dabei nicht. Frank Steinmeier prügelt den AMG Mercedes über die Nordschleife und verlangt der Technik alles ab. Um so über den Ring rasen zu können, braucht es viel Erfahrung. Hunderte Male ist er die Nordschleife schon gefahren, kennt die Besonderheiten der einzelnen Streckenabschnitte ganz genau. Man muss halt hier genau die Linie kennen und auch wissen, dass die Ex-Mühlen-Kurve zu Kurveninnenseiten her eine Charakteristik, eine Steilkurve hat. Kurven außen halt nicht. Wer das nicht weiß, der fliegt ab. Bei den dutzenden Rechts- und Linkskurven die richtige Linie zu treffen, ist kein einfaches Vorhaben. Vor allem in so markanten Passagen wie dem Karussell. Das Besondere fürs Karussell ist erstmal, dass wir hier eine Querneigung der Fahrbahn haben und es sind Betonplatten mit einigen Stößen zwischendrin. Das heißt, das Auto wird sehr unruhig und ist trotzdem im Steilkurvenbereich. Wenn man drüber rausrutscht, dann ist es gefährlich, denn da oben dieser Steilkurvenbereich weg ist, dann kann man das Auto nicht mehr halten und die meisten rutschen dann nach oben in die Leitplanke. Auch Steinmeier landete schon in der Leitplanke. Alle gestandenen Profis hat der Ring schon mal geschafft. Vielleicht schwärmen sie gerade deswegen von seinen Kurven. Diese enge Links-Rechts-Kurve kann man mit deutlich über 100 km/h fahren und dafür kann man halt auch diese Curbs nutzen, die dann seitlich noch mit Rattersteinen versehen sind. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie weit man die nutzen kann, hier passt praktisch ein ganzes Auto drauf, um diesen Rechtsbogen mit einem großen Radius zu fahren, um mit der hohen Geschwindigkeit sicher durchzukommen. Fahrfehler bestraft der Nürburgring schnell, hart und brutal. Bei einem 24-Stunden-Rennen crashen durchschnittlich 20 Fahrzeuge. Schwere Verletzungen sind heute aber eher selten. Trotzdem, seit der Eröffnung 1927 starben hier hunderte Fahrer.